Aus Paris, genauer gesagt aus dem Parc des Princes. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolf Fuß und Frank Buschmann Platz genommen. Wir zeigen Ihnen heute eine Partie vom letzten Spieltag der Online-Saisons, in der Sie den Club Neymar! Ja, toll gehalten. Der Ball kommt rein. Marco Verratti. Er macht zu. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Guter Schuss jetzt. Da macht er zu, Donnarumma. Ecke in die Mitte. Ja, das müssen sie entschlossener machen. Eriksen jetzt. Eriksen, ja, die Kollegen bieten sich toll an. Gute Aktion, Ball bleibt hängen. United verliert den Ball. Mbappé. Ja, passt auf. Und Eckstoß. Neymar mit der Ecke. Jetzt Neymar. Zu unplatziert der Ball, da ist De Gea dann natürlich da. Martinez, Casemiro, Diogo Dalot, Ballverlust United, Lionel Messi. Die Fans fordern den Schuss von Messi. De Gea hält weiter gefährlich. Hakimi, gut verteidigt. Herrliche Parade, da verhindert er den Rückstand. Das war natürlich eine gute Chance. Also das ist nicht einfach, den noch zu halten. Donnarumma, ganz sicher. Schöner Steilpass. Im Rücken der Abwehr gelauert, da braucht es gutes Timing. Aber hier geht was schief, abseits. Ja, da hat nicht viel gefehlt, klar, das ist abseits. Aber wenn diese Taktik aufgeht, dann hast du wahrscheinlich eine klare Torchance. Und dann wird es richtig gefährlich. Könnte die Führung werden. Tolle Parade hier von Donnarumma. Ecke kommt von Bruno Fernandes. Lionel Messi. Shaw. Er spielt steil. Nach diesem Gegentor wird der Weg zum Klassenerhalt immer schwerer. Jetzt fehlen ihnen schon zwei Tore. Und wer soll die machen? Aktuell sind sie hier ganz klar. Das schwächere Team haben die Partie ganz und gar nicht im Griff. Es riecht leider, leider nach Abstieg. Und jetzt der Freistoß für PSG. Den Ball holt er gut verteidigt. Neymar. Ganz stark abgeblockt. Kylian Mbappé-Lotin. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling. Und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Ballverlust durch Neymar. Nicht ungefährlich. Steilpass. Gehalten. Szene geht weiter. Luke Shaw. Hier gibt es den Einwurf für Manchester United. Da sind Mitspieler frei. Er geht dazwischen. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Chance zum Konter jetzt. Fabian. PSG mit dem Ballverlust.
Bruno Fernandes. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen. Von dort zu schießen war bei aller Vorsicht vielleicht nicht die beste Option. Auf jeden Fall kein Problem, den Ball abzuwehren. Paris Saint-Germain mit dem Ball gewinnen. Verratti am Ball. Sie können kontern. Ja, sie versuchen es weiter. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Jetzt Neymar. Martial ist das. Ja, weg ist der Ball. Martial spielt der Ball steil. Kein Problem, den hat er. Sie verlieren den Ball. Anthony Martial. Luke Shaw. Eriksen lauert in der Mitte. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter. War gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Damit ist der erste Durchgang hier im Parc des Princes beendet. Knappe Führung für Manchester United. Die Pause ist vorbei. Weiter geht's. Fabian. Messi mit dem Ball. Mbappé. Sie machen das Tor. Sie gleichen aus. Aber Buschi, noch reicht's nicht. Nein, nur ein Sieg bringt den Klassenerhalt. Und die Frage ist, geht hier noch was? Momentum ist auf Ihrer Seite. Das müssen Sie ausnutzen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Eriksen, schön dazwischen wieder. Macht er gut, gefährlicher Heber. Da kommt der Steilpass, aber leider etwas zu spät. Abseits. Ja, ja, das ist abseits. Da hat die Abstimmung gefehlt. Wenn Sie den etwas früher spielen, diesen Pass, dann ist es eine gefährliche Szene. Lionel Messi am Ball. Neymar, ja, vielversprechend. Das ist abseits. Anthony Martial. Da kommt der Steilpass von Martial. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Beim Ballbesitz nehmen sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht. Unentschieden, alles drin, alles denkbar. Wir sehen viele Offensivaktionen, das macht Spaß. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Klasse Direktabnahme. Aber leider, muss man fast sagen, kein Tor. Eine ganz starke Szene. Ein super Pass. Luke Shaw. Sie spielen steil, gefährlich. Tolle Parade hier von Donnarumma. Da kommt die Ecke. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Guter Versuch aus der Distanz. Da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Klasse, wie er da hingeht, gibt Einwurf. So, und jetzt sind nur noch der Torwart vor sich. De Gea setzt sich im 1 gegen 1 durch, da zeigt er sein Können. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Ecke in die Mitte.
Verratti. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Wieder Ecke. Weiter gefährlich. Nee, da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Ein bisschen mehr draus machen, keine Frage. Aus der Distanz, das war eine dicke Chance. Da ist Platz für den Konter. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Tor, da ist es. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. PSG ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Fabian. United verliert den Ball. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Martial mit Platz. Eriksen, gehalten ans Aluminium. Sie verlieren den Ball. Und PSG bekommt hier den Freistoß. Er kommt nochmal davon. Keine zweite Gelbe. Ja, ist aber vertretbar. Hier reicht ein einfacher Freistoß. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Neymar. Und er hat den Ball. Da wäre Platz für den Konter. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation. Gefahr bereinigt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Na, ist ein gefährlicher Steilpass. Nee, das ist abseits. Ah, das sah mir nach einer sehr engen Entscheidung aus, aber ich glaube, sie ist richtig. Ist das das Tor? Er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Da ist der Abwehrspieler machtlos. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Ein unfassbarer Zug zum Tor. Den Treffer will er. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen? Messis Zuspiel landet beim Gegner. Vielleicht die Konterchance. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Sie können den Ball erstmal abblocken. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Bruno Fernandes. Gut gehalten hier und damit weiter unentschieden. Ja, da passt er gut auf. Der Spielausgang damit nach wie vor völlig offen. Jetzt die Ecke. Erstmal der Befreiungsschlag. Rafael Varane. Ball ist bei Anthony Martial. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Es sieht hier weiter nach dem Abstieg aus an diesem letzten Spiel. Oh, das wird gefährlich. Gehalten. Macht er gut. Ballverlust United. Was passiert hier noch? PSG versucht's nochmal. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Er hat den Ball, aber schwierige Situation. De Gea hält weiter gefährlich. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja, das sieht gut aus. Könnte die Führung werden. Das war's für heute. Sie holen hier einen Punkt, aber dieser Punkt reicht eben nicht. Sie sind abgestiegen. Ja, es war auch heute wieder eine mäßige Leistung. Und nicht nur heute.